weiß nicht. Wir nehmen hier erstmal einfach so ein bisschen was mit, was man hier so entdeckt. Es ist halt so eine kleine Entdeckerzone hier. Da schlägt jedes Herz höher. Wer hier in dieser Höhle landet, oder in so einer Höhle landet, ist mit Herzblut dann dabei. Da mag man ja gar nicht mehr aufhören, Freunde. So viele tolle Sachen gibt es hier zu finden. Da mag man ja schon gar nicht mehr aufhören. Da mag man ja gar nicht mehr aufhören. Und außerdem benötigen wir noch Eisen, 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 Eisen. Denn ich will ja irgendwann mal mit meinen Minecarts hier durch die Gegend brettern und preschen. Irgendwas soll hier mal... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Freunde. Was ist denn das? Das geht ja noch tiefer rein. Oh mein Gott. Oh, shit. Shit happens hier, Freunde. So, weiter, 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 weiter. Wir sind gespannt. Was mag auf uns zukommen hier? So ziemlich nichts. Okay, gehen wir erstmal wieder raus hier. Das können wir ja alles noch durchsuchen. Wir haben ja noch so viel vor in diesem Spiel, Freunde. Das ist sagenhaft. Sagenhaft und schön, dass ihr übrigens immer noch fleißigst hier bei Minecraft dabei seid. Was haben wir denn da? Also es ist letzten Endes so, dass man hier alles einmal gesehen haben muss. Sonst ist man wirklich, boah, na gefickt ist man nicht, aber man möchte das ja doch schon mal gesehen haben, oder? Und hier bietet sich schon wieder ein kleiner Stallkohle an. Ich weiß nicht, ob wir hier schon drinnen waren, weil das sieht schon so bearbeitet aus, findet ihr nicht? Oder hier war schon ein anderer Höhlenforscher aktiv. Das weiß man ja alles immer nicht. Auf jeden Fall sollten wir hier vorerst unser Basislager eröffnen. Hier sollten wir auf jeden Fall ein Basislager eröffnen. Und das werde ich auch tun. Hier wird ein Basislager entstehen. Zumindest erst einmal. Und dann werden wir uns einen Weg nach draußen bauen. Diese Mine schreit quasi danach, benutzt zu werden. Und das wollen wir ihr natürlich nicht missgönnen. So, dann brauchen wir als erstes unsere wunderbare Werkbank, Freunde. Und wir benötigen natürlich noch mehr Power, denn, genau, das ging nämlich so. Wir benötigen einen wunderschönen Backiofen. So, einen schönen Backiofen. Wo haben wir den? Habe ich den jetzt weggeworfen? Oh, ich Idiot. Ich bin eine Idiot. Ich bin manchmal so eine kleine Idiot. Findet ihr auch? Wenn ja, dann Daumen hoch. So, das ist unser Backiofen. Natürlich, ich schmeiße ja immer die Steine regelrecht weg. Das scheint so eine Art Hobby von mir zu sein. So, nee, eine Workbench brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen... Ja, schmeiß das weg. Wir müssen an die Workbench und müssen uns eventuell eine Truhe herstellen. Eine kleine Truhe für doch schon gut gefundene Sachen. Zack. Da packen wir erstmal die Sachen rein, die wir jetzt erstmal nicht benötigen. So wie das. Und doch, das benötigen wir. Was ist das denn? Keine Ahnung. Okay. Irgendwas. So, wieso habe ich das denn da reingemacht, ich Idiot, schon wieder? So, nein, das brauche ich auch nicht. Ich benötige jetzt, lasst mich mal kurz überlegen, was benötigen wir? Genau, wir benötigen auf jeden Fall nicht den Backofen, wir benötigen Fackeln. Fackeln waren unser kleines, aber feines Problemchen. 46 an der Zahl. Ist okay. So. Haben wir alles reingepackt, was erstmal da rein soll. Ach so, Redstone und so weiter und so fort. Na, wir sehen uns später wieder. Ich sag danke, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.